Ich glaube, dass man das Phänomen Fußball nicht entmystifizieren kann. Das wollten wir auch nicht. Wir haben nur versucht, einen Weg zu finden, Leuten, die vorher mit dem Fußball nicht so viel zu tun hatten, denen den Fußball näher zu bringen. Und das funktioniert, glaube ich, über die Gefühle, die der Fußball auslösen kann. Lars und Axel Papel. Zwei Fußballverrückte auf Spurensuche, mittendrin im Fußballkosmos. Warum halb vier ist ihre filmische Liebeserklärung an das runde Leder und für alle Menschen, die nicht ohne können. Ganz besonders am Samstagnachmittag. Also der Samstag war irgendwie anders. Es wurde früher gegessen, mein Vater war aufgeregter. Ich wusste natürlich, dass er zum Fußball geht, aber das kannst du als Siebenjähriger oder Sechsjähriger kannst du es ja nicht verpacken. Du weißt ja nicht, was da ist, was da stattfindet. Ich wusste nur, irgendwas Spannendes scheint da zu passieren und er kam halt immer anders wieder, als er gegangen ist. Und das wollte ich auch erleben. Ich hoffe, dass jeder für sich so seine Antwort daran finden kann, aber ich denke, dass Fußball so wahrscheinlich das größte gemeinsame Gesellschaftsspiel ist, was man haben kann und halt die ziemlich komplette Palette von menschlichen Emotionen abdecken. Liebe, Leidenschaft, Intrige oder was auch immer dort teilen und finden. Warum halb vier? Erzählt die Geschichte zweier Männer, die sich schon seit den 50er Jahren kennen. Heinz und Manni haben damals in ihrer Jugend gemeinsam Fußball gespielt. Eine Freundschaft, die bis heute anhält. Da waren immer Mannschaften, gegen die man sehr ungern gespielt hat. Ja, das stimmt schon. Wo es einfach immer Probleme gab, also bis zu Prügeleien und alles Mögliche. Die spielten erstmal einen sehr rustikalen Fußball und das Problem war, die konnten schlecht verlieren. Wenn wir da verloren haben, dann war alles in Ordnung. Dann konnte man bleiben, mit denen auch noch ein Bier trinken. Aber wenn wir gewonnen haben, Sachen packen und schnellstens weg. Dann war es nicht ganz so toll. Die Pape-Brüder nehmen sich Zeit für die Leidenschaften und Macken der anderen. Sie blicken tief in die Fußballseelen ihrer Helden und auch in ihre eigenen. Für mich ist es das Gemeinschaftsgefühl, die Möglichkeit überhaupt zu haben, in einem Stadion, in einem Fanblock in meinem Fall, mit Gleichgesinnten zu stehen und eine Mannschaft zu unterstützen und auch zu singen und zu feiern, aus sich rauszugehen und eben in diesen 90 Minuten eine Menge Gefühl erleben zu können. Gefühle zeigen, unüblich im harten Fußballbusiness. In Warum halb vier lassen auch Promis die Hose runter und erzählen von Sehnsüchten, Träumen und Kindheitserlebnissen. Ich glaube, dass es einer der letzten ritualisierten Räume ist. Ja? Und dass man gewisse Sehnsüchte, die man woanders nicht mehr erfüllt bekommt, da am Samstag oder sei es der Sonntag, erfüllt bekommen kann. Fußball als Lebensgefühl. Erwachsene Männer benehmen sich wie kleine Jungs. Hochzeitstermine richten sich nach dem Spielplan des Lieblingsvereins. Familienurlaube werden verschoben. Warum halb vier zeigt, warum das Herz von Fußballfans so schlägt, wie es schlägt. Ich erwische mich in den Momenten im Stadion, wo andere Leute vielleicht sich erschrecken würden, weil man aus sich rausgeht, weil man auf dem Zaun hockt und rumbrüllt. Wenn man auswärts spielt und du bist in einem engen Block mit deinen Leuten, dein Verein gewinnt auswärts, du sitzt auf dem Zaun und du wirst von 40.000 Leuten irgendwie nicht gerade gemocht und sitzt da und hast gewonnen. Das ist ein geiles Gefühl.